Mein Name ist Lukas Broska, ich bin zurzeit 17 Jahre alt und mache bei der Firma Fissler eine Ausbildung zum Industriemechaniker und bin dann momentan noch im ersten Lehrjahr. Im ersten Lehrjahr ist es, denke ich mal, am schwierigsten, sich in die Arbeit einzufinden. Man kommt aus der Schule, muss jetzt arbeiten gehen, hat einen längeren Tag, weniger freie Tage im Jahr. Mechatronik heißt halt, sind elektrische Systeme, sind mechanische Systeme, die von den zukünftigen Auszubildenden oder auch Facharbeiter später betreut werden sollen. Im zweiten Ausbildungsjahr lernt man dann auch die verschiedenen CNC-Maschinen kennen, zum Beispiel CNC-Drehmaschine oder CNC-Fräsmaschine. Die Hauptaufgabe ist der Abteilungsdurchlauf und lernen die verschiedenen Abteilungen kennen. Meine Hauptaufgaben sind in der Ausbildung Drehen, Fräsen, Teile herstellen für ein Projekt. Das Interessante hier an der Ausbildung ist, wir haben einen großen Maschinenpark, verschiedene Anlagen, verschiedenen Alters und man hat jeden Tag neue Herausforderungen. Die Herausforderung ist es, dass wenn zum Beispiel eine große Maschine nicht mehr funktioniert, dass in dieser großen Maschine vielleicht nur ein kleiner Fehler vorliegt und diesen zu finden. Das heißt, man muss sich wirklich auf das konzentrieren, was man macht und kann nicht einfach mal nur so halbherzig an die Arbeit gehen. Mein Hobby ist Fußballspielen und da wird auch die Teamfähigkeit benötigt. Das braucht man auch bei uns in der Ausbildung. Ich glaube, Engagement ist wichtig, Teamgeist auf jeden Fall auch. Man muss mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Sozialkompetenz in dem Fall und natürlich das fachliche Wissen ist nicht zu unterschätzen auch. Ja, ich habe viele Freunde hier kennengelernt bei der Firma Fissler, in meinem Lehrjahr vor allem, was wir auch öfter, auch am Wochenende, was unternehmen. Es gibt verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung, zum Beispiel der Techniker oder der Meister. Außerdem mache ich meine Ausbildung als Maschinenbautechniker momentan in Abendschule. Das ist dreimal die Woche, dauert insgesamt 4 Jahre lang. Ich war ja im Praktikum bei der Firma Fissler und da haben wir schon die ganzen Kollegen vorgestellt und die waren sehr nett und wenn das Kollegium okay ist, dann macht es auch viel mehr Spaß. Meine Motivation ist, dass ich immer was Neues lernen kann, dass ich auch sehr viel Spaß bei der Arbeit habe und auch immer gern zur Arbeit fahre. Ich habe mich für die Ausbildung als Elektroniker entschieden, weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist, er ist spannend und bietet auch für die Zukunft viele Möglichkeiten. Die Anforderungen von den neuen Azubis sind ganz klar definiert bei Fissler. Dass wir Sekundarstufe 1 verlangen. Die Ausbildung geht 3,5 Jahre in der Regel, aber bei guten Noten in der Schule kann man auch verkürzen. Der Mechatroniker ist der Beruf der Zukunft. Das heißt, sie haben wirklich das Beste aus zwei Welten. Und wir gehen in eine Verbundausbildung mit der Elisabeth-Stiftung. Das heißt, wir können garantieren, dass wir, was den Maschinenpark und das Niveau der Ausbildung anbelangt, absolut state of the art sind. Und wenn sie ihre Ausbildung beendet haben, dann haben Sie hervorragende Übernahmeperspektiven und Sie haben Spaß dabei.